Heute ein Saugroboter, der Coredy R650. Was gleich an der Verpackung auffällt, das Gerät ist ausschließlich für den deutschsprachigen Markt gemacht. Alles auf der Verpackung ist im guten Deutsch geschrieben. Also keine China-Übersetzung oder Englisch, da es überall verkauft wird. Sehr lobenswert. Dieses kleine Detail. Gut, aber innere Werte sind wichtiger. Da liegt oben auf gleich eine Kurzanleitung für alle, die noch nie einen solchen Roboter besessen haben. Steht auch alles Wichtige drauf, um gleich loszulegen. Mit dabei ist das Netzteil für die Ladestation. Zwei AAA-Batterien für die Fernbedienung. Und natürlich die Fernbedienung, Infrarot. Die ist übrigens auch das Gehirn und die Uhr des Roboters für die Zeitsteuerung und Spotreinigung und ähnliches. Eine etwas längere Anleitung und ich muss gestehen, ich habe auch reingeschaut, um die Uhrzeit an der Fernbedienung zu programmieren. Ein Ersatz-Feinfilter. Der Sauger selber, den ich gleich noch im Detail zeige. Erstmal weiter hier. Vier von den Rotationsbürsten, die den Dreck von den Seiten zur Mitte und so zur Saugbürste transportieren. Es sind immer zwei verbaut, also mit zwei Ersatz. Doppelseitige Klebepads für die Absperrung. Eine Reinigungsbürste. Speziell mit einem Messer drin, um die Haare aus der Bürste zu schneiden, die sie da drum wickeln. Und Kamm und Bürste zum Entfernen. Cool. Zwei Rollen Magnetbänder zur Absperrung für No-Go-Bereiche des Roboters. So muss man ihm nichts in den Weg stellen und über diese Bänder fährt er nicht rüber. Und die Ladestation. Matt und Hochglanz. Wobei letzteres auch eine Funktion hat. Dahinter sind LEDs, damit der Roboter die Station auch wiederfindet. Aber der Kunststoff zieht auch gerne Staub an. In die Ausbuchtung oben kommt die Fernbedienung, damit diese nicht rumfliegt. Und zweitens auch Befehle an den Saugroboter abgeben kann. Wenn der zeitgesteuert losfahren soll, ist dies nichts anderes, als dass die Fernbedienung den Befehl erteilt. Das Netzteilkabel kommt hier rein und kann etwas aufgerollt werden. Es sollte nach oben zur Steckdose weitergehen und nicht in der Gegend rumliegen. Sonst wird es mit aufgesaugt oder wickelt sich um die Bürsten. Ansonsten sind unten noch Pads, die gut für den Stand auf rutschigem Boden sind. Der Sauger selbst. Als erstes fällt mir dieser Hardware-Schalter auf. Den kenne ich von Vorwerk nicht. Dahinter ist der Akku, die Ladepads und das dritte Rad. Hier an diese Stelle kommt die seitliche Bürste. Einfach draufdrücken. Geht einfacher, wenn man nicht parallel auf die Kamera achtet. Die Antriebsräder sind gefedert und schaffen so Unebenheiten und Kanten. Er fährt auch so sehr leise über Fliesenfugen. Die Bürste ist nicht besonders groß, speziell im Vergleich zum VR100 und VR300 von Vorwerk. Sie ist auf der einen Seite nur gelagert und wird auf der anderen angetrieben. Das ist beim Einsetzen natürlich zu beachten. Hier kommt gleich noch die zweite Bürste hin. Nach hinten weg ist der Auffangbehälter. Dieser ist verriegelt und wird so entnommen. Über den gleichen Entriegelungsmechanismus öffnet man ihn auch und kann den Dreck direkt beutellos in die Tonne hauen. Der meiste Staub und Schmutz bleibt in der großen Kammer. Er wird dann aber nochmal über einen Feinstaubfilter gefangen. So, noch schnell die restlichen Transportschützer weg. Der Sauger hat einige Infrarotaugen für die Fernbedienung und auch zur Objekterkennung. Und sollte er mal was nicht erkennen, sorgt der Bumper für den Richtungswechsel.
Nach unten schauen auch drei Augen, die Treppen unter Abgründe erkennen. Mal schauen, ob ich erst laden muss oder sofort loslegen kann. Die LED ist blau, also kann es losgehen. Beim Laden zum Beispiel pulsiert die LED orange und wird dann blau, wenn er voll ist. An der Fernbedienung kann man die verschiedenen Modi und die Zeitsteuerung einstellen. Auch manuell die Richtung ändern ist möglich. Auf der Ladestation, also zu Hause, ist er gerade. Das wird auch hier angezeigt. Okay, als erstes die Schreibtischreinigung. Und die erste Angst. Fällt er runter? Umdrehen und los geht's. Und sofort gestoppt. Die Lautstärke ist super leise. Lasse ihn aktuell abends fahren, wenn die Kinder schon schlafen. Stört diese nicht. Hier noch ein bisschen Live-Action. Bei uns passt er unter das Sofa und viele der Schränke. Einige Hindernisse werden rechtzeitig erkannt und andere erst nach dem Kontakt. Es ist ein chaotisch reinigender Roboter. Das hat durchaus seine Schwächen, ist aber die weitaus günstigere Lösung. Er wechselt auch sicher die Räume und reinigt überall, wo er hinkommen kann. Außer einer der Magnetstreifen untersagt es oder es ist ein Hindernis im Weg. Auch Teppiche sind kein Problem. Hier 1,5 cm Höhe. Die chaotische Reinigung hier im Beispiel. Es dauert einfach, bis er wirklich alle Punkte zufällig erwischt hat. Es ist statistisch im leeren Raum recht schnell erreicht. Im realen Leben kann er sich aber an dem einen oder anderen Punkt festfahren oder dauerhaft verbleiben und einen anderen Punkt nie anfahren. Ich setze ihn auch regelmäßig zur punktuellen Reinigung ein. Dann fährt er einen größer und wieder kleiner werdenden Kreis um den Schmutzpunkt. Alle Links zum Produkt in der Videobeschreibung.